alle schnell. Noch eine Ordnung. Achtet auf Regel! Ja, dann mach doch auch mal was. Ja, auch mit der Tarnung. Warum wählst du jetzt das aus? Jetzt hast du unsere Heilung verballert, du Depp. So ein Vollpfosten, Alter. Das ist nicht normal. Scheiße! Gottverdammt, der Ruhe. Er kommt wieder zurück! Die Tracheen! Feuern, wenn sie offen sind! Schnell reingefahren. Es muss jetzt wieder loslassen. Hey, du schießt ihn gleich mit der Granate rein, oder? Es zerquetscht uns. Was ist denn da? Boah, Alter, was geht mit dir? Die ganze Zeit alles explodiert. Warum sind wir so weit oben? Oh Scheiße, es ist noch nicht fertig! Er will gar nicht uns! Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht. Luke, der Weg nach unten! Die Rakete will den Start verhindern! Schieß dahin, wo es weh tut! Was ist das für ein Viech, Angie? Scheiße! Scharf! Knall die da! Ja klar, der lässt seine Schar raus, oder? Was ist das für ein Vieh? Fick dich, Mann! Hier hinter uns. Da, die Öffnung anvisieren. Das Munition, der letzte. Sofort da. Alles verquetscht, Mann. Als ob die noch starten kann. Zeit von wohin? Ja, los. Los. Hallo, lass mich mal raus aus der Ecke hier. Wieder total verpackt. Das ist so lustig. Ich komm hier nicht mehr raus. Was ist das? Also, das fängt jetzt mal ein bisschen an. Ich komm hier nicht mehr raus! Hilfe! Auf diesem Lift! Böses Protokoll Asuska. Okay, ich bin dran! Jetzt gesehen ich ja die Elendige Missgeburt, guck da, siehst du es, was es ist. Guck mal. Haltet sie auf! Rackor, schlägt gleich zu! Wir sitzen hier mit diesem Ding fest! Wir müssen raus hier! Lerne Granate!
nicht in seinen Mund rein. Ich hab die Granate in seinen Mund reingeworfen. Ein Idiot, Mann! Was soll ich denn tun? Der hat mich doch auch gepackt. Du bist einfach zu nix zu gebrauchen! Zu früh gefreut! Da ist der Ausgang! Scheiße, es versperrt den Weg! Dann machen wir es richtig sauer! Vorsicht jetzt! Ja klar, kann man da nicht mal ausweichen. Gibt's ja wohl nicht. Komm ey, fick dich, man kann nicht mal nachladen. Ich bin wieder tot. Verreckt oder wo? Oh. Oh, Scheiße! Komm schon! Zeig dich mal wieder zu retten! Warte, zählst du etwa mit? Kaltfuß oder was? Alle drin!
spielen wir morgen weiter. Boah, Alter. Der war heftig. Schon. Wie wir wieder beide verreckt sind, Mann, einfach. Immer das Gleiche. Immer dann, wenn ich in Gefahr richtig komme, die stehen dann auch in Gefahr und dann sind wir immer am Arsch. Verdammte Kurssteuerung. Au. Ja, ich hab mir wohl eine Rippe geprellt. Was ist da so ein UFO? Heimat der Unternehmer, Technikfaschisten, Reaktionäre und Feiglinge. Ja, und es gibt richtige Nahrung, sauberes Wasser und Duschen. Ach, wer's braucht. Delta, willkommen zu Hause. Komm sofort in meine Werkstatt. Ich schicke jemanden, der die Peilsender abholt. Verstanden, Bert. Sind auf dem Weg. Krass, das ist die Roboter da gerade gesehen. Nach ihnen. Sind die von dir? Hast du die gemacht? Vor allem die Stadt da draußen war so viktorianisch. Vielen Dank, übrigens. Ach, es gibt keinen Grund mehr zu danken. Oh, so ist die Band wieder auf Tour? Soll ich euch ein Bild fürs Fotoalbum knipsen? Gott, bist du ein Arschloch. Hör doch auf, dich in mich zu verlieben. Ernsthaft, das ist peinlich. Der Shiduanji. Und wie sieht's aus? Reden die Satelliten miteinander? Das sieht du, nur ein bisschen cooler. Bisher haben sie sich noch nichts zu sagen. Also dann, Kinder, Lehrstunde. Und jetzt, passt auf. Na klar, schicke Demo-Bird, aber klappt das dann auch? Naja, wir brauchen einen Probeschuss. Keine Probeschüsse. Wir brauchen ein richtiges Ziel. Wenn wir Ziele auswählen, sollte da nicht jemand mit militärischer Befugnis hier sein? Du bist Faas, oder? Ja, Sir. Halt dein Maul, Faas. Ja, Sir. Der Schwarm hat eine Königin. Also hat er irgendwo einen das besonderen Schwarm. Das war jetzt gerade geil. Einen Nexus. Das war es, und richtig, da ist er verwundbar. Halt dein Maul, Faas. Wie finden wir den? Gar nicht. Du kennst ihn vielleicht schon. Wie kommst du darauf? Ich will ehrlich mit dir sein. Als du weg warst, hat Jin die ganze Zeit davon geredet, dich wieder mit dem Schwarmverstand zu verbinden. Wie bitte? Was? Keine Sorge, ich hab's ihr ausgeredet. Aber du musst versuchen, dich an deine Vision zu erinnern. Jedes Detail. Gibt es etwas, das uns helfen könnte? Nein, ich meine... Zumindest glaube ich es nicht. Wir übernehmen ab hier, Sergeant. Entschuldigung, wie wär's mit Anklopfen? Ministerpräsidenten müssen nicht klopfen. Das sehe ich anders. Jin, ich hab's gesagt. Auf keinen Fall. Und was meinen Sie? Naja, angesichts dessen, dass das Ding, das mich mit dem Schwarm verbunden hat, tot ist. Wir haben es übrigens getötet, gern geschehen. Und angesichts der Tatsache, dass ich Ihnen kein Stück traue, lehne ich dann... Festnehmen. Was? Jin, sind Sie irre? Ma'am? Iris, was ist passiert? Mehrere Bedrohungen geortet. Ruinen von Old Ephira. Außenkamera 16. Außenkamera 15. Kamera 10. Ach, verdammt! Sie sind hier. Dann gehen wir da raus. Okay, hab's geschnallt. Sie können helfen, das zu beenden. Ha. Lady, was zum Teufel glauben Sie, was ich hier tue? Genau, Angelo, was glaubst du eigentlich? Bastard. Brauchst du nur wieder was in deinen Arsch? Delta, hierher. Ich hoffe, wir haben einen Plan. Haben wir. Das hier ist ein Peilsender. Was du nicht sagst. Die haben wir mitgebracht aus Baska. Mal halblang, Lieutenant. Ich arbeite hier nur. Das Ding ist, wir müssen die Teile über die Altstadt verteilen. Cole und Fars haben schon welche. Also, wo platzieren wir unseren Peilsender? East Barricade. Der für Arme, Alter, Mann. Sobald er platziert ist, habt ihr einen aktiven Hammerradius und könnt dann zurückschlagen. Verstanden? Klar.
Hört mal, ich will ehrlich mit euch sein. Gleich wird's ziemlich hässlich. Da musst du Stoffen, um so Arme zu bekommen, oder, Angie? Dann passen wir eben aufeinander auf. Das sag ich schon. Auf Stoffen. Die war die Arme. Helft mir erst, den Sender auf der Straße zu platzieren. Alles Brüder von The Rock.